Moin Malte zusammen. Willkommen zu einem neuen Livestream. Heute mit einem kleinen Special, sonst spiele ich ja immer mit den anderen YouTubern zusammen. Deswegen dachte ich mir, machen wir heute mal was Besonderes und werden heute zusammen mit der Farmertown Crew spielen. Auf einer neuen Karte. Okay. Moin. Moin. Grüße. Moin. Lass uns mal kurz eine kleine Runde machen. Wer ist alles dabei? Lars ist da. Anwesend, ja. Jo, das ist der Chris Düppmann aus dem Projekt Farmertown. Dann ist der Stefan da. Servus Erdnuss. Das ist der. Dein Erdner raus. Das ist der Polizist aus Farmertown. Dann haben wir noch den Eder. Hallo. So, und dann natürlich immer mit einer großen Frage verbunden. Die Jules ist auch dabei. Grüße. Grüße. Wann wird geheiratet? Heute nicht. Tim ist auch dabei. Hi, hi. Das ist der Herr Schneider, seinerzeit eingebuchtet worden. Dann haben wir noch den Herrn Töpfer dabei, den Lukas. Ein wunderschön. Okay, also kleinere Geräte und die Karte heißt ja Oldenburger Land, ne? Nee, Oden, Wälderlande. Oden, lol. Erich, kannst du mal kurz den Titel ändern? Ich hab's gerade in... Verkackt. Falls in den Oden, Wälderland, genau, weil du nämlich aus dem Odenwald kommst, ne? Genau, das ist. Haben wir? Stimmt, sind die noch drin? Haben wir noch was da? Ja, wisst ihr, oder? Mach mal den Kofferraum auf. Ich glaub, mach mal auf den Kofferraum. Oh, leider nicht. Ich hab nur drei. Wahnsinn, ey! Ja, Fotze! Ja, Wahnsinn! Fahrt zu! Ich fahr hier alles zusammen! Mit den alten Kisten da. Ein bisschen Lack fertig ist, der Hammer. So. Zurück. Ich muss doch hier durch, Mensch. Ich muss hier durch. Fahren Sie mal zurück, ja, ich muss mit auch Ihrem durch. Karren. Radur mit dem Meier. Warten Sie mal kurz. Lassen Sie mich einmal eine Runde fahren. Ich möchte einmal kurz. Ich bin noch nie mit diesem Ding hier gefahren. Der Sound ist geil. Gut, ich bin leer, danke. Du bist schon leer. Gefunden? Mhm. Bei den 180 PS leider nicht. Maschallah, da haben sie sich was Schönes ausgeguckt, Frau Stern. Wollen sie auch hier eine Runde mit dem Hanomag fahren? Oder haben sie sich nur aufgewärmt? Was ist denn da eigentlich drin? Da, 500 PS Motor? Nein, im Anhänger. Diesel. DKV 12? Nee, was ist da drin? Mais. Mais, oder? Ja. Wollen sie gleich wieder wegfahren, Ansgar? Sag mal ganz frech, guten Moin, hallo? Grüße, hallo? Ja, nee, das funktioniert nicht. Schade. Ach, grüße Sie, hallo? Machen Sie mal das Fenster runter. Das geht nicht auf, das ist verklemmt, so wie der Mercedes doch. Also, eigentlich geht das auf, man muss nur Simple IC bedienen können. Aber ich kenne Sie doch. Das ist eine komische Kiste vom Ackerländle. Sagen Sie mal, Polizist? Ja, privat. In Teilzeit. Privat. nur wenn er nüchtern ist. Das ach, Herr Stützlinger, habe ich die Ehre mit Herr Werner. Herr haben Sie ein Fahrzeug schon dabei? Nee. Haben Sie wieder überladen heute da? Schau mal hinter. Ich mach noch mal drauf, warte. Gut, dieser steht schon auf der Straße. Aber ich knall die Dinger richtig voll. Jetzt hab ich Platten, du. Ich komm nicht mehr los, du. Oh, jetzt hab ich Platten. Stützlinger, grüß dich. Grüß dich, hab ich die Ehre. Töpfer, mach dich weg mit der Kombination. Ist mit dem Vor- und Zurückkabine und nicht verinnerlicht. Will ich hier nicht sehen. Ja, Mann. Hey, was, Alter Chris, was habt ihr hier drauf genommen? Komm mal zurück, was ist das? Das ist ein Land Rover. Was ist das? Und warum habe ich das nicht selbst bemerkt? Hey, ist das genial. Ja, ich fahr mal weiter, ey. Das streut ja noch, ne? Ich hab mein Auto geklaut. Eins kommt wieder richtig Kopf genommen heute. Lars, guck dir die Scheiße mal an. Was hast du denn? Komm, was hier gerade. Häng doch an, hat er gesagt. Häng's doch einfach an. Nimm's doch einfach mit, häng doch an. Ja, guck dir die Scheiße mal an. Komm mal her. Ja, warte, ich komm. Ja. Moment, ich zeig dir. Wieder ein großer Vorschlag vom Meister gewesen. Ich bin sofort bei dir. Moment. Ja. Nee, ich könnte mir vorstellen, dass das Lenken ein bisschen problematisch wird. Aber es ist nur ein frecher Einwand von mir jetzt gerade. Also. Aber ich glaube, du musst anhalten, Stefan. Ich kann das nicht mehr kurz. Ja, warte. Wie hast du denn? Läuft doch alles. Ja, nee. Warte mal. Ansgar, du brauchst ein Frontgewicht.
Ach, das ist. Tim! Da haben wir die Lösung. Sorry, klar. Voll vergessen, Profi, aber pah. Boah, hier fehlt die Zapfwellenanbindung, fällt hier. Ja, Ansgar. Ja, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ja, haben die hier einfach beim Jeep hier irgendwie die Zapfwelle vergessen? Die ohne Dummies. Ohne Gewichtstein, dass er die Idioten, sich das einmal mit Dullis. Profis hier. Bauen die ein Auto ohne Zapfwelle, die Dullis. Das ist solche Dullis, unglaublich. Wahnsinn. Ich trage, ich ziehe das jetzt noch bis zum Shop, aber das ist wirklich kein Spaß, ne? Also. Lars, das war wirklich die schlechteste Idee, die du heute an diesem Abend hattest. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Herr Töpfer, folgendes Problem. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich habe ein Problem mit der Lenkung. Das könnte jetzt noch ein bisschen sich ziehen. Mein Türlack hat ein Problem mit ihrem Fahrstil. Ja, da sind wir schon mal zwei Betroffene. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir aus der Nummer hier wieder gütlich rauskommen. Ja, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Warten Sie mal kurz. Herr Meier, ich rufe mal kurz bei der Polizei an. Das Problem ist halt wirklich, ich kann. Ah! Ah, das ging ja flott. Da! Jo, danke! Polizeifreund und Helfer. Macht's mir ja den BMW nicht kaputt, den Schlag, ey. So, hier! Führerschein, Fahrzeugpapiere bitte, Sie sind verhaftet. Hallo, die Beamten im Dienst überfahren, hallo! Mach mal die Tröte aus, das nervt. Ja. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln. Hat er stumpf die Presse mitten in der Einfahrt stehen lassen? Ja, bei so einem Blödsinn da, der ist dann auf meinen Faden der Geduld irgendwann mal gerissen. Weißt du, ich will hier schön. Ich versuche hier realistisch zu spielen. Halten Sie an! So, Hände hoch! Ich weiß jetzt gar nicht, welche du meinst. Aussteigen, Hände da, wo ich sie sehen kann. Ja, ich kann die grundsätzlich nur an meinem Körper halten, aber sie ich hoffe... Sie sind verhaftet. Wegen sexy, meinen Sie? Ja, alles muss nee, Sie haben das Recht zu schweigen. Ja, besser ist es, ne? Alles, was ich jetzt sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ich habe ungefähr 600 paar zerkloppte Zeugen. Okay, kann ich weiterfahren? Danke, tschüss. Alles klar. Was könnt ihr eigentlich? Ihr seid so los. Was hat Chris jetzt gemacht? Das ist so unglaublich, ne? Wir haben einen Unfall. Wir haben unten Polizei. Wir brauchen Polizei. Ja, ich bin ja schon da. Ja, das ist eine Strafe. Polizei kann wieder abbestellt werden. Er hat mich gerade schon, wer hat mir hier den Johnny geklaut gerade? Wird geflucht hier schon wieder. Ja, Kontenance bitte. Hör mal, kackst mich an, dass ich das Feld kaputt mache und dann machst du Sonnenschulden, du. Ist hier geflucht, ja, das ist hier unter. Ja, ja, das Feld will das, ne? Da höre ich wieder knattern. Ach du Liebe. Wir haben ein Problem hier gerade. Was für ein Problem denn? Ja, ich muss mich mal selber loben. Meine Fahrt, ich bin nirgendwo hängen geblieben. Ich kenne den Weg, alles top. Hänge du, Töpfer, du bist schon hängen geblieben, oder? Das ist richtig. Danke, auch, Stefan. Ja, aber der Ansgar gerade auch. Und zwar ein Nachbars Hauswand. Ja, aber das funktioniert hier echt. Lol, das hätte ich nicht gedacht. Das ist zu wenig Platz. Ich bin unterfordert, Leute. Sagen Sie mal, guter Mann, ich muss hier vorbei. Mal vorbei. Fahren Sie mal weiter hier mit Ihrem Scheiß-Fan. Wenn ich länger in Afrika war, ja, müssen Sie mir die Pisten hier. Ja. Braun sind Sie geworden, guter Mann. So viel zum Thema, wir machen kein Roleplay. Das hat ja lange gehalten. Oh, jetzt wird hier alles zu. Weiterfahren, weiter. Sie sehen doch, was hier los ist, Mensch. Ah doch, du kommst hier durch. Der Stützlinger steht hier im Weg. Die Polizei ist hier. Endlich. Das ist wie bei Hunden, ne? Der mit dem kleinen Herr Stützlinger, Traktor, gucken Sie mal. Den können Sie mal verhaften da hinten. Wen sind wir verhaften? Ja, den Kecko da. Er hat sich extra Zeit gelassen beim Rangieren. Ja, danke. Und vergessen das Blaulicht nicht. So, jetzt hören Sie mal. Jetzt werde ich sauer. Hören Sie mal auf zu hupen jetzt hier. Ja, Herr Schwede, wenn du so langsam ablädst, wie dein Traktor fährt, ist ja kein Wunder. Ich zieh ihn den Motor raus, wenn sie noch weiter raus. Das ist eine Frechheit. Die Hupe ist hier heute einfach mein bester Freund. Und auch mein einziger. Der ganze. Hör mal! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Das gibt eine Anzeige! Ja, kommst du mit der Anzeige! Ich schmeiß dir die Prügel raus! Das ist auch eine richtig
Weißt du, 500 Quadratkilometer Karte, 6 Spieler drauf, alle knubbeln sich auf 2 Quadratkilometer. Ah, dann könnte ich jetzt aber noch schnell Sound kriegen. Edam, du könntest, du müsstest auch Maisbiss haben, ne? Maisbiss natürlich meine, ne? Ah, nee. Ja, das soll ich dann, aber jetzt soll ich mal Sound kriegen. Hör mal! Eda, guck dir die Scheiße mal an hier! Hier geht gar nichts! Es ist sowohl, also... Hast du gerade Ausdrücke on screen benutzt? Ganz kurz vor, komm! Gib Gas jetzt! Ja, ich schäme mich auch hier. Herr Meier! Also schnell vorankommen wir heute nicht ab, Gase, oder? Nö! Ich hoffe, du hast Zeit. Jetzt geht schon wieder nichts, ja Wahnsinn! Frau Stern, fahren in Franken alle so? Nein, in Franken hat man andere, da muss man nicht zweimal aufs Gas schlappen, damit es was macht. Also, das ist es. Kommen Sie aus Franken? Ja. Nein, Niederbayern. Achso, nee, ich frag nur, weil das Polizeiauto hier auf dem Rücken liegt. Dann fahr ich bei Erna mit, Herr Meier. Ja, bei Erna. Fahren Sie mal bei der Erna mit. Stefan, machst du ja eigentlich auch irgendwas Sinnvolles oder fährst du einfach nur mit dem Polizeiauto? Ich will Strafzettel schreiben. Achso. Ich fahr gerade zum Wirtshaus. Habe ich das richtig verstanden? Ansgar kommt zu True Farming. Nein, vergesst alles. Er würde wollen, aber die letzte Einladung, die ich da bekommen habe, war mit einem Mittelfinger auf Instagram verbunden. Ich war ein klares Statement. Am Feld schreit man immer, wie auf der Baustelle. Merkt ihr das mal? Man schreit immer. Hey. Genau so. Maschallah! Boah. Ich dachte, du sammelst jetzt hier rein, aber. Mahlzeit Megamoin! Mahlzeit Megamoin! Ist wieder Frühling, ne? Schön braun geworden sind sie. Ja, mach mal den Wer ist schon wieder Frühling gedreschen, weil ich Urlaub in Afrika gemacht. Jules, ich hab mal eine Frage. Wurdest du außerhalb von dem Internet schon mal wegen Pharmatown erkannt? Außer von meinem Cousin dann nicht. Okay. Aber das ist ja auch die Unterpfalz der Hardcore-Fan. Also ich stell's mir so witzig vor, wenn jemand dich beim Einkaufen oder sowas erkennen würde. Meinst einfach du? An der Stimme, ja. Klar, weil ich hatte auf einkaufen. Sowas gehofft, aber kam jetzt nicht. Ja, kommen Sie mal ran hier, Gucken Sie sich die Scheiße mal an hier. Den Herr Töpfer, den können Sie direkt hier in Hand stellen, können Sie mitnehmen. Ich bin schon ein bisschen betrunken, ich kann nicht mehr so gerade fahren. So, seht ihr mal. Ich glaube, ich war einfach unterfordert, denn mit zwei Anhängern läuft's erst richtig. Da macht es erst richtig Spaß. Ich glaube, ich nehme noch einen dritten dran. Einbildung ist auch eine Bildung. Hör mal, ich bin nirgendwo dran gekommen, ich kenne den Weg. Tipptopp, kann man nicht sagen. Stabile Leistung. Weil ihr mir nicht gratuliert, muss ich es jetzt einfach selbst. Achso, alles gut. Einfach selbst sagen. Ja. Danke, Stefan. Wofür? Ja, für meine Fahrkünste. Ja, alles Gute. Jetzt verlost du gleich irgendwie Rolex Uhren in den. Haltet mal kurz eure Gosch hier. Der Tim zeigt gerade mal was zur Karte. Ja, wenn ihr das auch sehen wollt, kommt her. Also, jeder Wald hat seine eigene Art sozusagen. Ja, genau. Also, wir haben Nadelwald hier, Laubwald und. Haben wir noch? Also, die sind überall Schilder, kann man nachlesen. Das steht wirklich auf den Schildern drauf. Ja, hier, warte, hier. Ah, lol. Das ist auf der Stappenbach auch, ne? Oder, nee, ich weiß nicht genau. Aber hier steht nur Lebensraum Waldrand. Ja, aber wir haben ja noch mehrere Schilder, komm mit. Also. Ah, hier, tatsächlich. Hier steht tatsächlich Lebensraum Nadelwald. Und wenn du jetzt hier auch weiter reingehst, dann sind ja sehr viele Nadelbäume dann auch. Ich finde vor allen Dingen gut, dass hier viele Bäume auch so mal umgefallen bzw. so abgeschlagen sind, also so Lichter. Ja. Finde ich gut. Alter, ihr habt, das sind ja echt, das ist schon krass. Millionen Anhängern. Oha! Hier ist sogar ein kleines Lagerfeuer. Nice. Ja, Lebensraum Wiesen. Oder Wiese. Ist halt im Wald auch. Offenes Feuer verboten, das wisst ihr vielleicht auch, gell? Aber Rauchen ist ja laut. Vor allem im Wald, oder ich hab keiner gesehen. Ah, Jungs, ich muss noch eine Runde beten gehen. Die Gebäude, woher sind die? Ich kenne die irgendwoher. Die sind aus einem ganz alten LS. Ja, meine ich doch. Oder so. Und die habt ihr hier drin, hey. Die sind... Sie mit den Kirchenglocken. Ja, Alma, Kirchenglocken! Ich höre sie schon, Leute. Ja, ich auch nämlich. Ich auch. das hier ist der Totholzwald. Ja, der wird noch ein bisschen schöner gemacht, aber hier sind schon mal wenigstens ein paar.
kaputte ich Bäume aber cool. und ich muss Stämme, sagen, aber man kann auch die cool. eigentlich auch aufheben. Das ist schon echt mega lit, ne? Haben wir den starken Manfred an? Ja. Ah, nee. Boah, der Verkehr, Alter. Das geht aber nicht. Wie kann man das geht aber heftig. Leider nicht. Einfach eine Einfahrt. Wir haben einen Fluss, einen Bach, einen kleinen See. Sogar mit Strand? Ja, wir können wir auch echt in so. Also, es würde, sagen wir da mal, geht hättest die. Schwimmen, stimmt. Gehen Sie mal da raus, das ist öffentlicher Weiher. Alle verboten da. Da stößt Sie ja, Sie stehen da auch ein bisschen drauf. Was? Wie bitte? Ich werfe Ihnen eine Decke um, warten Sie. Ja. Aber jetzt muss ich ja mitkommen, so ein Sauerei. So. So ein Sauerei. Stehen bleiben! Hätte es die Map damals bei Pharmaton gegeben, ich finde, die eignet sich für sowas auch echt gut. Ist ne? geil, oder? Ja, wir haben auch eine Polizeistation, eine kleine. Oh. Also angedeutete. Haben wir die schon angeguckt? Ich kann dir noch eine richtige, die passt vielleicht auch zur Map, kann ich dir noch geben. Ja, wenn ich brauche halt Freigaben, ne? Ja, ja, ich weiß, wer die gebaut hat. Oh, das sind sogar Pferde! Ja, die sind aber tot, ihr habt schon Totenstarre, siehst du? Ja, das Wait, ich muss den Hof wechseln. Mit dem, weißt du, Frau Stern, wissen Sie, was da passiert ist? Nö. Es gibt ja das Sprichwort mit dem Kopf durch die Wand, ne? Das wurde hier ein bisschen wörtlich ja, genommen. Hin, zu dem? Kurze Frage, wie alt seid ihr so? Ja, da kommen wir jetzt zur traurigen Wahrheit. Wie alt sind wir hier eigentlich alle? Man könnte meinen 12. Wo ist das? Die Wahrheit ist doch eine andere. Aber Regina ist 23, ich bin 23 Nein, und 22. Der Eder. Ach so, du bist 22. Oh, Regina, ja. Jules. Ein Jahrgang über dir. Eder, wie alt bist du? 24. Guck, bam, 24. Stefan, wie alt bist du? Ich bin 18. Mal zwei. Mal zwei. Ah, ich glaube, wir haben jemanden vergessen. Hallo. Hört ihr das auch, das Klopfen? Nö. Entschuldigung! Die Türe ist zu. Ich glaube, die klemmt. Du rufst mir Polizei auf. Das ist ein ganz trauriges RP, ja, was wir hier gerade erleben. Hallo, Hallo Polizei, ich werde entführt. Piep, piep. Ich möchte. Piep. Oh Gott, ey. Erstmal müssen die Vögel hier draufklettern. Ja, das ist ultra schwer. Ja, ultra schwer. Habt ihr nicht im Sportunterricht mitgemacht oder nee. Was? Nee. Regine hat's doch schon gesagt, du Strich. Geht nicht schon. Oder warte ich? Nee, ich muss noch. Nee, der Ober. Ja, jetzt aber. Ja. Jetzt aber. Maschallah, Bruder, Maschallah. Das ist das Thumbnail für den Zusammenschnitt. So sieht's aus, Bruder. Nein, auch nicht. Wie sieht's aus? Ich würde vorschlagen. Ja, also ich fand's eigentlich recht witzig. Ich finde, wir sollten das nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Machst du das gerne, ja. Wenn du mal irgendwann eine neue Karte hast, oder eine neue Kartenversion hast, wo sich dann nochmal ein paar andere oder ein paar Sachen verbessert haben, dann machen wir einfach nochmal einen Stream. Ja, nee, also wirklich eine wunderbare Karte. Kann man nichts sagen. Finde ich top. 3 Daumen nach oben.